heute für ein Tag? Heute, vor 6 Jahren, haben wir Hochzeit gehabt. Was an mit mir? Weib, so ist Leben. Und du nicht minder. Jetzt sag, haben wir ein einziges Mal gestritten? Alle 6 Jahre? Ich weiß von keinem Streit. Wir sind immer gut ausgekommen. Ach, also. Gerade lachen muss ich, wenn ich zurückdenke, wie die Leute da alles ins Maul gerissen haben. Meine eigenen Brüder haben gespottet und gelacht. So ein blutschwaches Band und das Weib dazu, das geht nicht gut aus. Wo seien sie heute alle? Die Prophezeier, die Schwarzseher. Ha! Weibel! Wo seien sie? Ja, gerade weil du so schwach bist, habe ich dich genommen. Weißt, so habe ich dich wie ein Kind, das man hüten und das man pflegen und um das man sich sorgen muss. Ja, ja. Krank gesessen bin ich, weil ich schon bist. Von klein auf, aber dafür bin ich schlau. Seitdem wir Mann und Weib sind, hast du die Truhen da verstärkt. Kein Mensch weiß, was da drin ist. Mann, es ist gut. Die Truhen lassen wir in Ruhe. Aber die Truhen lässt uns die Grenzjäger auf den Hals. Lieber Knecht, jedes Dienstmittel des Weibens gewesen ist, redet von der Tugendock. Warum ist seine Heimlichkeit drinnen? Na ja, da spitzen die Grenzen und die Ohren. Hat sich schon wieder was Neues ausgeheckt gegen mich. Was denn? Ja, weil ich ihnen zu schlau bin und sie kommen mir nicht an, ist. Du hast dich dazu einsprungen. Mich? Ja, dich. Gegen mich. Ich weiß alles. Verneinet, wer selber dabei war. Der Goldstippe habe ich aufs Maul aufgesperrt. Also. Gestern. Hat der Kommandant die Jäger alle zusammengetrommelt und gesagt, ist keiner da, der mir endlich mal den Kapitalfuchs da oben fand. Das wäre nämlich ich. Darauf sagen wir, sagen die Jäger, mit tun, was wir kennen, aber den kommt man nicht an. Darauf der Kommandant, er soll ja ein sauberes Weib daheim haben im Element und die Jäger alle sein.
frische Kerlen, also, warum steckt sich denn keiner hinter sie? Macht's ein bisschen verliebt, die ganz bis zum Schnattern anfängt. Also, ein Weib frisst einen jungen Kerl wie aus der Hand und erfahrt man alles, was man wissen will, also, wer wagt's? Aber es ist mal so still geblieben in der Wachstube. Keiner hat sich gerührt. Pfui, Teufel! So ein Schimpf und ein Schand, wofür der ein Leib anschaut. Ja, ich bin mir noch fertig. Wie der Kommandant sieht, es will keiner dran. Hat er noch eine Draufgabe geben? Jäger sagt er. Wer mir den Fuchs da oben fangt, dass man ihm seine Hehlerei beweisen kann, der avanciert, ist noch keiner da, der es war. Geht einer vor und schreit, ich! Wer ist es gewesen? Der neue Jäger. Der Wachtmeister fragt ihn noch, du, blöd junger Jäger, bist du bei den Weibern schon so gut und beschworen? Darauf sagt er, also ein Weib ein bisschen karisieren, das wird doch keine Kunst sein. Avancieren ist auch kein Dreck. Bleib dort, schau. Siehst du, mein Bärtchen, Gute? Ja, denkst du, das muss er rausziehen. Wir schlagen dir alle Nasen, die Haustier vor der Nase. Ja, natürlich. Und lässt man seinen Verdacht auf ihn, dann sucht er uns auf, da steht das ganze Haus von oben bis unten ab, findet damit die ganze Fracht. Na ja, dann natürlich. Aus am Marktplatz mit den Wagenfensterbögen. Nein. Schlau muss man sein, wenn der uns eine Kunde hat, dann müssen wir gehen kann. Was willst du damit sagen? Wenn er dich fangen will, fang ihn du. Dann wird man Hölzel stehen, dabei. Halt ihn so lange in der Sturm, bis ich mit meinen Helfern die ganze Wacht aus dem Keller habe. Ich soll sowas tun, ist das dein Ernst? Schlau muss man sein, merkt ihr das? Also ich bitte dich, Mann, stell mich zu sowas nicht an. Wo kannst du nur da sitzen, wenn ich's Maul verziehen, wenn er was sagt? Dann lass dich deine Lautnots spielen, dann immer wieder so ein geblocktes Haar, jedes Bein und deine Finger. Ach Mann, ich bitte dich, sag mir zu. Komm schon, setz dich hin, wenn das Haus am Marktplatz spitzen, sei das genialisch nur für dich. Guten Tag. Ja, schau, weit wer da ist. Sind Sie es oder nicht? Der neue Jäger von der Grenz. Ja, der bin ich. Sie hausen da herum wie in einem Geiernest. Ganz weg von den Leuten. Na ja, man muss sich halt nicht gern bei jedem Löffel voll Schuppen ins Maul schauen. Aber wir wollen doch bald ins Tal ziehen. Sie machen das Geldbein. Herr Jäger, womit kann man dienen? Es ist mehr Weibsache. Ich bin da drunten an einer Stauden hängen geblieben und hab mir den Ärmel aufgerissen. Ja, da sind sie ordentlich hängen geblieben. Schaut ja aus wie mit dem Messer geschnitten. Nein, gleich will ich es nicht sagen. Fliegt ja kein Jäger wieder schön. Bin zusammen, dass er uns gleich schaut. Nee, aber fein, dass man nichts merkt. Mann! Bleib da, ich geh auch. Deine Kiddisch. Du bist ein Herrn Jäger von mir warten lassen, der hat noch andere Sachen zu tun. Ich bin gleich wieder da. So ziehen Sie halt Ihren Hock aus. Bin im Dienst. Mein Lock tue ich nicht an. Bitte? Dann lassen Sie ihn halt an. Aber vorwärts! Ich will wieder fort. Sie tun ja gerade, als ob Sie sich fürchten täten. Mit mir allein. Ich? Na, ich vielleicht. Ja, die Leute reden schon davon. Es ist einer ganz harter im Dienst. Kann schon sein. Sterndl sehe ich aber noch keins in Ihrem Hockkragen. Wird schon noch kommen. Wenn man jung und strebsam ist wie Sie, kann es nicht fehlen. Herrgott, die Muskeln, der gespannte Strick. Naja, ein bisschen was haben wir schon. Mit zwei solchen Armen ist freilich leicht den wilden Kleinsäger spielen, hm? Naja, bis sie mal Weib und Kinder haben, da werden sie dann schon zahm werden. Sie sind ja noch jung. Sie wird bald eine auf der Leimruten haben. Etwa Sie vielleicht? Bin nicht aufs Fischen aus. Bin schon bemannt. Schaut, jetzt völlig ein bisschen schwarf auf Sie. Da sind's zu spät. Da kann man nichts machen. Sie sagen bemannt? Ich höre aber keine Kinder schreien. Und ich habe sonst gute Ohren.
Man ans Leichte könnten nicht genug Kinder haben, wenn wir welche haben möchten. Weil wir keine Kinder haben wollen, deswegen hören sie auch keine Schreien. Da wäre ich anders. Wir werden da sie. Naja, wenn ich oft so allein auf dem Posten sitze oder nachts auf der Pritschen liege, da male ich mir es oft so aus, wie ich als verheirateter Wachtmeister gemütlich neben einem Weib in der Stube sitze und mir lange Pfeifen rauche. Und so ein kleiner Reisteufel rutscht mir auf den Knien, langt mit seinen Batschhandern noch den weißen Sternen an meinem Hemdkragen. Was? Jetzt hören Sie mal auf den Schnattern und halten Sie ihn ruhig. Wie sollen wir denn da nehmen? Hören Sie mich nicht an. Was ist hier den Griff? Ja, da haben Sie mir am Mandel gut, was? Da geschieht Ihnen nicht weh. Das ist ja nur so ein Schneider. So, jetzt fangen Sie mal noch an, über meinen Mann zu schimpfen, ja? Sie, da können Sie 10-mal der Stärkere sein. Deswegen steckt Sie der Meinige noch 10-mal in den Sack. Au! Jetzt haben Sie mich gestochen. So. Jetzt gemeint so ein Kraftmensch wie Sie, der spürt das gar nicht. Und jetzt halten Sie ihn ruhig. Halten Sie ihn still. Und ich stich Sie gleich wieder. Ja, bin schon mäuselstill. Sie mit Ihrer Kraft. Müssen doch parieren. Bei einem schwachen Weib. Was schauen Sie mich denn so an? Schau halt, wie ich schau. Sind Sie bald fertig? So. Jetzt seien Sie wieder ganz. Ein geflickter Grenzjäger. Und? Was bin ich schuldig? Des Wiederkommen. Eine schöne Truhe haben Sie da. Ja, die habe ich als Heiratsgut mitgekriegt. Was ist denn da drin? Aha, zugesperrt. Und den Schlüssel habe ich im Bach geworfen. Eingang verschaffe ich mir schon. Kinderhäubel? Kindersachen und Spinnweb drumherum, das ist alles? Die Tuchen, die werden Sie noch tragen, wenn Ihre ganze Monatslohnung dafür draufgeht. Sie sind auch ein armer Teufel da herum. So? Wer sagt Ihnen das? Ich sag's Ihnen heute. Aber nichts zu braten für die Kindersachen, hören Sie mich. Auch mein Mann, der denkt sich immer kränken, der... Da kommt er! Wo kann ich mich denn verstecken? Wieso verstecken? Wahnsinn. Was schwarz ich denn da zusammen? Ach, geht Sie schon, Herr Jäger. Aber Sie suchen uns doch bis wieder einmal ein, was? Hab nichts zu suchen in dem Fuchsbau da. Adieu allerseits. Was gern hingreifen, während der da bei dir gekocht ist, haben die Helfer mir die ganze Schmuggelfracht aus dem Keller raus und alles ist jetzt aus dem Haus bis auf ein paar Stiegel da drinnen. Ist gut wie der Gold. Ja, ja. Aber kalte Füße, wie es kriegt von herumstehen im Keller. Naja, musst halt bald ins Bett gehen. Ich fülle dir dann gleich die Wärmflaschen für die Füße, sonst kriegst du wieder dein Katar. Und der dauert dann wieder so lang. Was ist denn dann schön? Der Jäger. Auf die Drogen haben sie das alle scharf. Das ist alles. Hast du da jetzt die ganzen Jahre immer für ein Wesen gemacht mit der Radon? Da ist ja nichts drin. Spinnt nicht weiter. Ist da nichts drin? Überhaupt. War denn der? Einen Hammer hertrommeln oder einen Haken? Ja. Mit der bloßen Faust hat er drauf gehabt. Der Kraftlacke. Ja. Meine Brüder und den Tag, die seien auch nicht schlecht beim Zuschlagen. Wollte ich. Na was? Mach dir nichts draus. Dafür bist du schlau. Und gerade die Kraftlackeln, das seien die Dummen, hab ich nicht recht. Ja, ich bin leicht auf dem Leim. Du hast mich schon bei Papa auf. Bisschen heimgefädelt.
Ich hab zu sowas kein Geschick. Hört mal auf. So ein Kraftlackel da mit meiner verstimmt wegen der Störung der Verhalten, das trifft doch jedes Weib aus dem Binder. So, der sich da versetzt, der die Schmuggler draußen lebendig und blüht unser Weizen. Und dann ist das Haus am Marktplatz nicht mehr weit. Und meine fleischklotzigen Brüder. Ah, der Neid muss sie noch alle fressen. Ich, der Schwächste, das schönste Haus. Das schönste Weib. Halt! Ich seh schon den Buch. Ich hab gleich wieder keinen Atem mehr. Schau. So. Musst immer bedenken. Du bist nicht das, war dummer Kraftlacke. Ihr der Jäger. Geht mir das Tierchen gut? Noch ein bisschen mehr auf dich halten, das wärst du mit jedem Tag schöner. Mir kommt selber schon was zu gut. Dein Hals so weiß, frisch schmeckt. Zum Reinbeißen. Zeit mit deinen Fingern an meine Kröten. Sag mal, Mantel, hast du bald wirklich gar keinen Tropfen warmes Blut mehr im Leib? Wie schau ich aus? Was nutzt uns das alles, der ganze Aufputz? Der Fuchs geht uns ja doch nicht ins Eisen. Sag, wie lange ist her, dass du ihn den Riss am Rock gepflegt hast? Ist schon eine Woche oder noch mehr? Das weißt du nicht, meinst du, ich schreibe mir das auf. Und wer seid denn nicht wiederkommen? Wenn er nicht will, soll es bleiben lassen. Du? Ja, die hätten dafür nicht Angst machen wollen. In der Nacht bin ich aufgewacht, hab lang mit einschlafen können. Steh ich auf, schau zum Fenster raus, da ist wieder der Klinger. Wen? Mein Jäger. Und wie er meinen Kopf am Fenster sieht, ist der außen davon wie eingespritzt. Lass dich nicht auslachen, dass er's träumt. So wach bin ich wesentlich jetzt. Da bin ich den Mondschein gut aufgenommen. Okay. Was soll denn der Jäger bei stockfinsterer Nacht in unserem Haus herum zum Turn haben? Du fragst noch. Spionieren! Damit ich dann endlich fassen kann. Er will sich doch an uns zwei ein Sternchen verdienen. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Aber er hat recht und dessen und deswegen ums Haus herum spioniert. Was ist sonst, was hast du gemeint? Nix, das werde ich schon gemeint haben. Du alter Kerl, dir wird mir dein Sternel schon noch geben. Mann! Mann, den fang ich dir. An der Angel muss er hängen wie ein Karpf. Und am liebsten breche ich ihn sogar so weit, dass er ganz fort müsste aus dem Dienst und gar kein Jäger mehr sein könnte. Das wäre freilich das Allerbeste, aber schau, was nutzt uns das alles? Ja, gib uns nicht mehr zu, der hat den Braten schon gerochen. Du, da geht er ja, der Jäger. Voll im Dienst auf dem Weg zur Grenzmark. Schau dir links und den rechts. Oh, jetzt bleibt er stehen, da tut der Weg zu unserem Haus ab. Siehst du ihn? Ja, schau dir. Wer geht schon wieder weiter? Halt! Der macht Verkehr um! Dort steht er am Weg, siehst du?
Jetzt reißt ihn! Er biegt ein! Direkt auf unser Haus zu! Na, jetzt geh und lass mich allein! Na, oder fang dann selber. Nein, geh schon! Na, da geh rein! Nein, schön bist du! Da ist soweit, geh noch, geh noch! Guten Tag. Na, hören Sie, Sie leben noch? Warum läuft denn Ihr Mann immer davon, wenn ich komme? Der ist nicht eifersüchtig. Womit kann man denn dienen, Herr Jäger? Na, hat sie nicht recht verschlagen. Ach so. Naja, na, was werde ich denn wollen? Die Truhe will ich zahlen, weiter nix. Wegen der Truhen, da lassen Sie mir keine grauen Haare wachsen. Wir zwei, wir kommen schon noch zum Abrechnen. Nehmen Sie ein bisschen Platz. Hab keine Zeit, bin im Dienst. Hab neulich schon vom Kommandanten meinen Rüffel gekriegt. Den ersten, weil ich mich bei Ihnen verhockt hab. Sag's, Herr Jäger. So ein Rüffel, das muss gar nicht fein sein, was? Ja, stimmt. Dastehen müssen mit einem brennroten Kopf. Und man darf sie nicht mucksen. Haben Sie es halt mir zu lieb gelitten? Ihnen zu lieb? Was reden Sie denn da? Sie sind ein verheiratetes Weib? Na, Sie berichten es ja gerade noch heraus, als wenn ich verliebt wären Sie. Es wird über Sie schon auch einmal kommen. Auf so einen jungen Kraftkerl gehen die Weibsleute ja wie die Fliegen auf dem Zucker. Was stehe ich da? Ich habe meinen Dienst. Wissen Sie, dass Sie mir da neulich Blut weg aufgedruckt haben? Ich Ihnen? Ja, wenn Sie es nicht glauben, heute noch sieht man Ihre Finger mal. Meine Seele. Ja, es ist wahr. Eine Haut haben Sie. Gerade wie Samt. Das lässt sich fein angreifen. Ich glaube, der Jäger kann immer nur so grob zutappen. Und jetzt kann er fein streicheln noch. Wo tut's denn weh? Da? Oder da? Oder da? Sie! Nur sind's andere, hab ich was deinem Mann! Da fürchte ich mich aber, wenn der Herkules kommt! Lisa ist er doch eifersüchtig, der Schneider. Der weiß schon, dass ich von Ihnen nichts will. Will ich vielleicht etwas von Ihnen? Sie wären die Letzte, von der ich was möchte. Ja, wenn der Traubstock hochhängt, sagt der Fuchs, ich mag keine Trauben. Ja, so hat neulich die Büchse nachgesagt. Wir haben keine Kinder, weil wir keine Kinder haben wollen. Und in der Truhe hat sie schon brav fleißig die Kinder sorgen und das Kinderhäubel vorkriegt, dass nur alles da ist, wenn etwas kommt. Aber sie soll nichts kommen. Ha! Habe ich Ihnen betan. Aber Sie haben zuerst angefangen, sonst hätte ich das gewiss nicht gesagt. Und Menschen, so werde ich die Kinder sagen. Ist mein Schuld, weil Sie mich schamen. Ist mein Leib so krepierlich? Oder habe ich da vorne Brettelwand, dass ein Kind nichts hält? Ihr Mann soll sich schamen. Ach, was? Lassen Sie mal meinen Mann in Ruhe. Und deswegen mag ich ja sonst gar niemanden, der ist wie mein Kind, wenn er krank ist. Da tue ich ihn pflegen. Und wann ihm in der Nacht die Decken vom Bett rutscht, dann heb sich wieder auf und decke ihm zu, damit er sich nicht verkühlt. Meinetwegen setzt es ihn auch noch aufs Notfall. Was kümmert mich denn das Glaubermandel? Das kann man der Türe. Was haben Sie denn jetzt eine Wut auf meinen Mann? Was hat Ihnen der denn getan? Was ist denn jetzt mit Ihnen? Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich möchte am liebsten flennen, wenn es zur Welt bricht. Ich weiß nicht, was mit dem Dienst ist. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich weiß schon bald gar nichts mehr. Jäger. Wenn Sie jetzt dann der Wachkommandant fragt, wie weit Sie mich denn schon haben, was können Sie ihm da sagen? Riss ich Ihnen schon aus der Hand?
Was? Woher wissen? Ja, wenn man auch einsam da herumhaust. Deswegen hört man doch, was die Wachglocken im Tal so drunten läuten. Ihr habt ja nichts verloren. Aber suchen! Suchen tun sie immer was! Sie suchen da immer ein Sternl, aber finden keins. Aber warten's! Ich hilf ihnen schon aus der Not. So! Da, greifen Sie rein! Dann wird schon ein Sternl für Sie liegen. Spitzen, Sand, Seide. Jetzt hat man euch, ihr Hauptfüchs! Jetzt kann ich es nicht herausspotten. Als mit ihren Kameraden auf der Baustelle auf der Kutsche kommen. Noch vor meinem Schlafen schlechte Späß machen. Über die dumme, ganze, schwache Weib. Schwaches Weib, ja? Teufelshexbist, ich zeig dich an! Sie sollen die Sterne schon haben! Nur sag's mein Mann nicht, dass ich's verraten hab, der bringt mich um! Sag's, sie haben's selber gefunden! Das ist auch der Schnärdl besser! Hör mir nicht an, Weib! Das können Sie vielleicht sagen, oder nicht mehr dann. Jetzt haben Sie mich ja so weit, sie brauchen. Und weiter brauchen Sie mich ja nicht mehr. Na was? Anzeigt wirst! Geht's, Herr Jäger. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Gehen's und machen's am Ende endlich aus, ist mit uns zwei. Denn sehen, mein lieber Jäger, wirst mich da nie mehr. Falsche Kotz! Du biegst mich nicht um! Ich wünsche Ihnen nichts Schlechtes! Aber wenn Sie dann meine Sternl haben, dann denken Sie mir dann, du was für ein ludes Spiel mit einem Weib Sie dazu kommen sind! Was sind Sie noch da? Marx braucht dich in Anzeig sein! Hell Teufel! Ich bin immer noch ein ehrlicher Jäger gewesen! So, und jetzt zeig's an, wenn du kannst. Weib! Den hast du aber gut aufgepulvert, der brennt ja schon! Ich hab mich ein kleines bisschen gelauscht. Du warst schon fest am Hals dabei, das hast du gut gemacht. Es ist weiter keine Kunst. Die Mannsbilder sind ja alle so dumm. Halt, ich bin auch ein Mannsbild. Ah, du bist auch eins. Aber bei den anderen gemeint, den Kraftschlacke da. Du zählst ja nicht mit. Ah ja, du, was ich dir noch sagen wollte. Wir spionieren das leider nicht. Das schaut ja noch aus, als trauert's mal nicht. Was? Traurig, kommst du jetzt auf das? Nicht spionieren soll ich mir auch wieder nicht. Hast du mich verstanden? Jetzt haben wir ihn so weit, wie wir ihn brauchen. Zeig das an, dann macht das kleine Paket doch nicht viel Straf aus. Zeig das nicht an. Dann zeigen wir ihn beim Kommando an, dann ist er geliefert. So. Und jetzt lassen wir es gut sein, das ganze Spiel. Ich werde dann schon nicht sagen, wann es gut ist. Verstanden? Nein. Mach nicht solche Augen. Du wirst sie bald fürchten. Wer wird sich denn dafür richten? Sei doch froh. Jetzt hast du endlich ein richtiges Weib. Jetzt fange ich erst an, dass ich mich gespür. Die Grenzer sind da gut an der Arbeit, sie sind die Grenzer.
Rennen und uns hätten sie einen Kugelschuss im Leib. Die Geschäftsgänger mit der Gurt, ich merk's. An meinem Zuwachs. Und ich mein. Weil. Das langt! Morgen, wie du es willst. Kann ich's kaufen. Was sagst du dazu? Naja, wenn's kannst, dann ist ja gut. Ist das der ganze Freund? Nein, ich kann ja jetzt wegen einem Haus am Marktplatz nicht gleich aufrufen, dass ich einen Kittel verliere. Weil, du fallst mir nicht. Was ist mit dir? Mir gefällt auch ganz vieles, ganz und gar nicht. Es ist nicht recht, einen Menschen so hineinzuhetzen. Nicht wirklich fallen wollen. Und jetzt nimm eben so gut du können Feuer fangen anstatt ihm. Und er hätte dich dann brav ausgelacht. Also. Jetzt sitzt er im Schnappsack drin, jetzt lach du ihn brav aus. Hat schon den rechten erwischt, wer es da anstiftet gewesen. Ausgeheckt hat es unten der Wachkommandant. Der Jäger hat da was ziehen wollen. Du hast doch eines gleich fürs Haus am Marktplatz verdienen. Und mich hat da jetzt Köder ausgelegt. So springt es mal ans Bühleisen mit uns an zum. Schaut euch alle bis in den Boden hinein. Du bist halt ganz auseinander. In der Nacht, da hast du war mal aufgeschrien, ganz wild. Und wird aus dem Schlaf gefahren. Du hast vielleicht auf dem Dach den Kater gehört. Es ist Frühjahr und Brunftzeit. Nacht, da ist der Baum immer. Die Austür ein Bett hin und her, ganz heiß im Dampf. Ich bin ja noch jung. Soll ich denn schon kalt sein? Weib, dir ist eine Unruhe. Ganz eine gewaltige. Du, ich hätte Appetit auf einen Fisch. Gemandelt sei, dass sie nicht und fangen wir für heute Abend einen Fisch aus dem Mittag, ja? Muss dir aber gleich gehen. Ja, ja. Das ist weiß keiner mehr gesungen. Geht schon dahin. Geh hast recht. Und wenn der Jäger kommt, dann jag ihn fort. Ja. Das ist das Haus am Marktplatz, kostet das Hammer. Ja. Wir brauchen ihn nicht mehr. Ja, ist gut. Geh nur. Wir lassen es jetzt gerade treiben, wie es treibt. Da bin ich wieder. Warum hat man uns denn noch nicht das Haus durchsucht? Was schätzen Sie, wie viel Strafe werden wir denn kriegen? So, und jetzt noch gleich her mit dem Sternlicht, lese ich den gleich auf. Ich bin kein Jäger mehr. Was sagen Sie da? Haben Sie es am Ende gar nicht angezeigt? Ihr Weiberteufel. So wie man an euch nur anstreift, habt ihr einen. Und habt ihr erst den kleinen Finger, dann habt ihr auch schon die ganze Hand. Und den ganzen Kerl mit Hart und Haar. Jetzt geht's also auf mich aus. So ist es also. Da ist die Tür. Machst du uns ihr Pflicht. Halt mal Rapport. Hat der Kommandant mich gefragt. Jäger, nichts Neues von dem Fuchsbau da oben. Gott, mein Zeug. Ich wollte sagen, ja. Und gesagt habe ich, na. Da. Und mir denkt, das brennt mein Loch durchs Hemd. Wenn ich jetzt morgen in der Früh auf die Wachstuben gehe, dann lassen wir den Kommandanten rufen. Dann sage ich, ein Weib hat mich gefangen. Ein durchgeteufeltes, eingeteufeltes. Geld, jetzt winkelst du um dein Ehr. Aber es hätte deiner Ehr keinen Schaden getan, Schildkluder zu treiben mit einem Weib. Da, die wirft das Hinespapier wie einem Hund. Hebt's auf! Auf der Stelle, bring das Apportel! Jäger! Nur keine Sorge.
Rühr sie nicht an. Sie sind mir viel zu schlecht. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Wir hatten angefangen. Bin ich zu Ihnen kommen oder Sie zu mir? Der Teufel hat mich geritten. Und mir denkt, ein Stern, und das wäre schon gut. Und dann auch noch mehr Lohn dazu. Muss er jeden Monat meiner Mutter was schicken. Und wenn man dann ein paar Sternlohn hat, sich vielleicht auch noch ein bisschen Familie schaffen. Aber ich hab sie nicht kennt, die Weiber. Sonst wäre ich ihnen schon ausgewichen. Ich lasse mich jetzt von Ihnen nicht für die Schlechte halten. Ich hab die Mannsbilder auch nicht gekannt. Nie wäre ich auf so einen Niedertracht gekommen. Aber mein Mann, der hat alles ausgediftelt und gesagt, ich soll sie fangen. Ja, jeder, so ist die Sache. Tja, elends Hirsch, diese Schmerzfigur. Sonst weiter ist er nix nutzen, nur zu solche Spitzbibereien aus Tiefen und da ist er gut. Egal. Hör auf. Sonst verließ ich mich. Was denkst du jetzt, Jäger? Was willst denn du von mir? Was willst denn du von mir? Kobian, jetzt hast du mir mit an. Hätten Sie auch geschrien. Zum Schreien bringen Sie mir nicht, da können schon noch stärker drucken. So ein Aufwester. Scheiß, Bull. Scheiß! Gehörst du doch nicht mir. Denn Mann am Mann, du musst jetzt mit ihm leben, da hilft halt nichts. Mich hast fangen wollen. Und jetzt bist du selber drin. Und du auch. Beide haben uns gefangen. Kommt, setzen Sie ihn, damit es nicht so ausschaut. Lassen Sie den Mann nichts anmerken. Wenn ich's noch kann. Zum Wohlsein, Herr Jäger, schmeckt der Wein. Du, was sagst du dazu? Der trinkt mein Wein und hält nichts. Der trinkt noch aus und kommt dann nie mehr. Gut so. Na schau, ein Fisch hat gefangen. Es war ein großen. Die Größeren ist nur lieber beißen sie. Sie werden es aber dann doch wieder einmal wissen, auf die Grenze. Doch gehen, Herr Jäger, man hört, die Schmuggler sollen ins Haar treiben. Sag es dir, ich wutsch noch. Es geht schon auf Abend. Herr Jäger, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Jäger. Meine Fitzbarte muss man bringen und frische Strümpfe auf nasse Füße. Ja, wie kommst denn du zu nasse Füße? Ja, der Fisch, der hat ihn den Bauch verrissen. Ja, so ein Fischspanzel hat schon seine Kraft. Spott nicht, Stabwehr. Lass dich einfatschen, Schneider. Wer ist ein Schneider? Mann, sei still. Na, wer? Der Schneider. Wer ist ein Schneider? Wer ist ein Schneider? Tu es Feitel weg, sag ich dir. Lass uns in die Freiheit. Da, Schneiderle! Stich! Du bringst mir es ja gar nicht durch die Rippen ein. Und der so eine Wunde auf mich. Was weiß ich, jetzt ihn gefragt. Was willst? Ah ja, die Filzbeutel und frische Strümpfe. So ein Löwin! Na was?
Das Himmel, Himmelsklein und denk nimmer dran. Aber eine Kraft hat der schon. Wie der so da gestanden ist gegen ein offenes Messer. Ja, vom Jäger müssen wir alle kuschen. Mal was mit dem Jäger, wir reden nimmer davon. Dann zieht er die Strümpfe aus. Ja. Einreiben mussten wir dann noch mit. Aber mein Geist hat schon. Rheumatismus im Arm. Also, nasse Füße und Rheumatismus von heute am Kalender. Kopfweh und Bauchweh aus gestern gehabt. Herz klopft mir immer noch bis zum Hals auf. Mit solchen Kraftklappeln kann man sich halt nichts anfangen. So, da wäre der Ameisgeist. Ja, tu da halt den Ärmel rauf, sonst muss halt alles nicht machen. Eine Kraft! Herrgott, ein Arm ist es. Und kein Kreuzerfleisch ist da dran. Das siehst du denn halt zum ersten Mal! Deswegen musst du jetzt aber nicht mit mir so schreien. Also was ist, hat das anzeigt? Das sagt, vom Jäger wird nimmer geredet. Ob was anzeigt hat? Was anzeigt? Was soll er anzeigt haben? Das Paket und meine mit den Spitzen. Ach was, Paketl! Leg dich lieber ins Bett und schlafe deinen Schrecken aus, ist weit gescheiter. Sag mal, wie redst denn du auf einmal mit deinem Mann? Wo ist denn da ein Mann? Das wär mir ein Mann. Im Frühjahr voll Katar, im Sommer Kopfweh, im Winter die Wärmflaschen im Bett. Und das soll mein Leben sein? Reg dich selber ein. Mir graust so vor dir, du. Du. Mann, du.
schreib's gleich. Weib. Mit dir werde ich dann schon fertig. Dir leg ich den Zaum schon enger an. Was der immer so redet. Vom Zuchthaus wird er gar keinen Kopf zu viel. Es ist ja zum Lachen. Mir war es nicht zum Lachen. Du, da weiß ich daheim bei uns im Nachbardorf einen Fall. Da hat er einen Weib gehabt und einen Knecht, so jung und stark wie du. Und der Mann, der war auch so wie der meine. Und da hat man den Mann einmal gefunden. Tot. Mit seinem eigenen Messer im Leib. Was weiter? Ja, nichts weiter. Die Leute haben gesagt, der hat sich selber erstochen, den hat das Leben nicht mehr gefreut. Dann haben sie ihn begraben und aus. Kein Mensch hat weiter nach ihm gefragt. Ein halbes Jahr drauf haben der Knecht und das Weib geheiratet und jedes Jahr zu aller Seelen sind sie an sein Grab gegangen leben. Und haben immer die Kinder mitgenommen, jedes Jahr um eins mehr, das weil er so gewurgelt hat um das Grab herum. Du, so lebendig hat er zu seinen schönsten Lebzeiten nicht gehabt. Weib, werd nüchtern! Wenn der aus meine Mutter gemacht hätte, dann wäre er leichter zum Ertragen. Aber so hat er mich um alles betrogen, um alles. Jäger, so wie es mich vor ihm graust, so verlangt es mich nach dir. Ich habe mit mir selber zu tun. Weg von mir. Komm zu Verstand. Jäger! Ich möchte ein Kind von dir. Ich möchte ein Kind von dir. Geh weg! So, Herr Jäger, bitte unterschreiben, damit wir zum Land kommen. Geschwinder. Ihr Lieber. Der hat mich aufgerissen bis auf den Grund. Und jetzt wollt's mich zudrehen wie ein Wasserhahn? Mich fangt ihr nimmer ein. Jetzt bin ich da. So. Wir Männer, wir haben Anlass. Eifersucht schränkt sich von selber ein. Da kannst du recht haben. Haben jetzt auch alles überlegt und wenn man es beim rechten Licht betrachtet, triffst du nimmer das Rechte. Zeit wär's, dass ein Geier wird. Beine hört drin. Ja, wir werden sind halt nur so halbe Leute, weiß ja gar nicht, was ich eigentlich will. Mir geht ja bei dir nichts ab. Was ich immer sag, Weiber seien wir Kinder, halt so morgen so. Da darf man nur nicht nachgehen. Ja, es ist schon so, wie du sagst. Ja, du kennst ja von Grund aus die Weiber. Ich geh jetzt zum Kommandanten. Adieu allerseits. Auf nimmer Wiedersehen. Na gerade wie für den nächsten Kucheltrampel brauchen Sie jetzt aber nicht wegzugehen von mir. Dazu ist wohl doch ein bisschen zu tief gegangen. Meinen Sie doch. Ja, was soll er denn noch? Morgen, bevor es marschieren, kommen Sie noch mal auf einen Abschiedstrunk. Dreimal in den Glas anstoßen, alle drei. Damit alles in Ruhe ausklingt. Ich meine, es ist nicht zu viel verlangt. Meinen Sie nicht auch? Ich schlüpfe nicht mehr ein in den Fuchsbau drauf. In 2 Minuten, das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Adieu, wie gesagt. Jetzt ein Strich unter alles. Und dann wieder frisch anfangen. Ganz von vorn!
Wir löschen jetzt auch alles aus, was gewesen ist. Und ich hoffe, es wird nie mehr. Du wirst das Haus mir zu schreiben. Ja, ich halte es auch. Was ich gesagt habe, das halte ich. Richten das Papier und Schreibzeug. Er spielt aber auch ganz wilde Stücke. So?
Also ist jetzt alles in Richtigkeit, Herr Jäger? Ja, hab schon meine Order. Zum Rapport in die Stadt. Ja? Und was wird denn mit Ihnen? Weiß nicht. Meine Ehe hat einen Sprung gekriegt. Das weiß ich. Aber ich will wieder ehrlich werden, von Grund auf. Wir sollen leben, zerstummern, Herr Jäger. Wir schwemmen alles hinunter. Ja, Haar und Blut habe ich da gelassen. Uns zu Schanden rupfen, was doch mit dem Stand. Du! Und du auch! Ihr zwei, ihr! Weib, wir lassen es gut sein. Gut? Dann ist ja gut, wenn's gut ist. Aber es ist nicht gut, mit einem Weib Katz und Maus zu spielen. Was, Jäger? Also lang tun wir da nicht um. Gesundheit kommt ein Hammer. Ich bin müde. Ja, freilich. Ja, Herr Jäger, werden Sie noch mit Sack und Pack die Nacht durchmarschieren. Da liegen wir zwei fein im warmen Federbett. Gesundheit, Herr Jäger. Okay. Jetzt seid ihr aber erst Mittagessen. Nein, halt ihn nicht auf. Es ist Zeit und der Jäger muss jetzt gehen. Braucht keine Mana. Weiß selber, wenn es Zeit ist. So ist es. Und zünden Sie noch eine Zigarette an, dann wird es erst richtig gemütlich. Ich rieche den Rauch so gern. Dass nur niemanden übel wird vom Rauch. Könnte ja sein, nicht? Geht es auf mich? Aber woher? Na, sag einmal. Wirst du heute mit Walter einen Frieden haben? Wer? Ja, ich? Naja, dann gib mal in Ruhe und reiz den Jäger nicht wieder auf. Das ist begraben. Mann, sollst leben! Wenn der Tod nichts dagegen hat. Weib, lass solche Sprüche. Na was? Keiner von uns ist vor dem Sterben sicher. Was, Herr Jäger? Die Jungen werden was wir nutzen. Man hat ja sonst nichts. Sonst nichts? Hab ich dir nicht gerade jetzt was ausverschrieben? Sonst nichts? Ja, Herr Jäger. Zu dem Haus haben Sie auch Ihren Beitrag geleistet. Wenn Sie mich da in der Stube so schön brav karessiert haben, da hat mein Mann die ganze Schmuggelfracht aus dem Keller geschafft. Was? Zu der Spitzbüberei. Auch noch den Sport dazu. Bring mich nicht auf. Ich habe jetzt weinen bleiben. Na, jetzt werden Sie doch mit mir grob werden. Der hat mich erklärt zu der Spitzbüberei. Du, ja, du. Das ist begraben. Begraben, ja. Und meine Ehe ist auch begraben. Halt! Kein Streit. Ich muss jetzt gehen. Ja, aber nicht im Unfrieden. Wir zwei, Herr Jäger, wir stoßen noch einmal an. In 3 Tagen haben Sie mich nämlich sowieso vergessen. Nein. Vergessen kann ich dich nicht. Nie mehr. Nie mehr! So, aus und fertig. Es ist nach und Schlafenszeit. Und du, weißt du, wo du hinkommst? Ja, klar, kann nicht noch, wenn ich kalt bin. Herr Jäger, guten Abend. Ja. Ha, wenn du noch am Bett immer triffst, was das Leben ist, der Mensch das gleich verdient. Schau, Mandel, ich kein Schritt mehr! Lass uns los! Hören Sie, wenn mein Mann nicht mehr mag, Sie seien ja nicht mein Mann. Komm
Mann, wir gehen ins Bett. Was, Bett? Der Schneider wird ihn nicht machen. Ja, da ist die Tür. Mein Mann und ich gehen jetzt schlafen. Was schlafen? Schneider, die rührst du nicht machen. Egal. Diesmal sticht er. Der sticht nicht. Du hast ihn umgebracht. Du, ganz allein. Du Raubzeug! Für mich langt deine Kraft nimmer. Geld? Mandel.